Weihnachten nur im kleinsten Kreis feiern. Ja, sag nur, was die Endkonsequenz ist dieser Forderung. Die Endkonsequenz ist, dass wir bereits im Frühjahr uns den Tourismus verkürzt haben, aber nur um 3-4 Wochen in Wahrheit, den Wintertourismus damals mit dem Lockdown im März. Wir haben dann wesentlichen Bundesländern Österreichs den gesamten Sommertourismus gekostet. Der Sommertourismus hat sich vornehmlich im Osten und im Süden Österreichs abgespielt, Kärnten, Steiermark, rauf, Burgenland bis nach Wien. Und dass wir also die westlichen Bundesländer auch vom Sommertourismus keinen Cent erhalten haben und bereits massiv aufgeschrien haben, dass sie ihre Betriebe nicht mehr halten können. Wir wissen, dass Österreichs Tourismusbetriebe am meisten, also der arbeitskräftigste Zweig unserer Republik ist, weil wir eine Tourismusnation sind. Wir wissen, dass dort sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen sind. Und wenn wir jetzt diesen wiederum, wie mein Diskussionspartner meint, denen soll man das Geschäft jetzt auch verhageln, nämlich ab jetzt dann bis zum März oder April, weil es könnte ja sonst im Juni oder im August die nächste Lockdown-Welle kommen. Wenn wir das ihnen wieder verhageln, dann muss man halt zum A, wir sperren zu, auch den Satz B, nur sagen, ich will, dass ihr pleite geht. Also man muss dann wirklich auch endlich einmal ehrlich sein und von den Überschriften, den populistischen Pseudo-Überschriften wegkommen, die ohne das brustschwach rhetorisch rüberkommen. Aber man muss dann irgendwann einmal sagen, so liebe Freunde, wir wollen, dass ihr ein Jahr zu habt. Wir wollen, dass ihr eure Mitarbeiter entlässt. Wir haben kein Geld mehr für die Kurzarbeit. Das hat mittlerweile 100 Milliarden Euro gekostet. Der Finanzminister empfiehlt mittlerweile die Schuldenaufnahme. Die Maastricht-Kriterien sind außer Kraft gesetzt. Mehr als 60% unseres Budgethaushaltes sind weg. Die Menschen werden mit der Hackerregelung belastet, mit der Normverkaufsabgabe. Und wenn man das ganze Gesatzel gesagt hat, dann sagt man am Ende, ich will, dass ihr pleite geht. Dann muss man auch das dazu sagen. Wenn man quasi den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Salzburg, ja, und Teilen von Kärnten, vor allem der Bereich rund Richtung Osttirol darüber. Wenn wir diesen Bereichen auch den Wintertourismus auch nehmen, wobei wir wissen, dass der Wintertourismus ja nicht stattfindet in einem Après-Ski-Verhalten, wo man sich dann zusauft bis 3 Uhr in der Früh, sondern es in Wahrheit darum geht, zwischen 8 Uhr am Vormittag oder um 8 Uhr in der Früh und 16 Uhr Ski zu fahren, also sportliche Betätigung im Freien zu machen, um das Immunsystem aufrechtzuerhalten. Vollkommen richtig. Und wenn es um die Speisegastronomie, vollkommen richtig, Niki, und wenn es um die Speisegastronomie geht, dann gibt es die maßgeblichen Regeln, die in der Speisegastronomie eingeführt worden sind. Abstandsregeln beim Tisch, der Babyelefant, falls wir uns erinnern können, Desinfektionsmittel und alles drum und dran. Und wir wissen, dass die letzten 8 Monate in der Speisegastronomie in Österreich kein nennenswerter Cluster passiert ist. Also warum können wir nicht in den touristischen Gebieten auch die Gastronomie hochfahren, auch die Hotellerie hochfahren? Na, selbstverständlich. Und wer glaubt, dass die bösen Deutschen dann uns den Virus wieder hereintragen oder die bösen Italiener, wir sitzen mittlerweile alle im gleichen Boot. Es gibt kaum mehr Länder, die in einer anderen Situation sind, Kroatien witzigerweise, das sich komplett erholt hat. Wir sehen es noch immer in der Schweiz, dass sie relativ geringe Zahlen haben. Sie haben jetzt eine Verschärfung. Na, sie haben jetzt eine großartige Verschärfung gemacht. Sie lassen jetzt, sie schenken ab 22 Uhr keinen Alkohol mehr aus. Also wäre die Verschärfung, ab 22 Uhr keinen Alkohol mehr auszuschenken mit dem Lockdown, mit der Wirtschaftsvernichtungspolitik in Österreich, ja, oder Deutschland vergleicht, der irrt gewaltig. Daher wird man, wenn man die Gastronomie, wenn man den Tourismus in Österreich über ein Jahr beerdigen will, muss man auch sagen, was man mit den Arbeitslosen macht.